Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. Mit dem Jonathan wieder. Hallo. Bist du jetzt drin, ne? Ja, ich bin drinne. Okay, geil. Ich bin heute mal für die große Drachenmauer. Ich bin für die Tots, bla bla Stadt da, Hafenstadt da, wie sie Ja, heißt. die ist auch cool. So, ich schiebe das Mikro hier ein bisschen weg. Ja, der Chinese da, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, findet, dass es ein schönes Spiel ist. Ja, Kann ich mich nur anschließen. das wissen wir ja noch nicht. Ja, das stimmt. Das werden wir sehen. Hat Fraps jetzt aufgenommen? Fuck, ich hab nicht nachgeschaut. Mache ich nach dem Rennen. Ja. So. Aber ich glaube schon, das hätte ich ja schon bemerkt. So aus Reflex. Oh, da geht's los. Also, die Karte ist nicht drin, ne? Wieso ist die nicht drin? Muss man die für jedes Rennen neu aktivieren? Ah, Nee, die doch, ist nach da, einer Zeit doch, erst doch, da ist sie aufgeploppt. ja. Haben wir am letzten Part alles herausgefunden. Oh, fuck, ich hab noch was eingestellt. Mein Mikro, das ist jetzt ein bisschen schräg. Aber das ist gerade ein bisschen schlecht mitten im Rennen. Verdammt. Ja, Okay, das jetzt wurde passt ich schon. abgeschossen. Fuck, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, jetzt habe ich genügend Zeit. Gut. Dafür bin ich jetzt 12 da. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie sieht die Map wie ein Penis aus. Ist einfach echt so. Geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war zusammen mit meiner Technik hier beschäftigt. Mann, warum bin ich da jetzt 12 da? Blauer Panzer, cool, der bringt mir jetzt richtig viel. Ja. Ich krieg ja auch keine Rakete oder sowas, ne. Also es geht schon richtig gut los. Hallo, warum das Kart hat plötzlich aufgehört, Gas zu geben. Auch cool. Ja, ich glaube, das Kart ist nicht so schlecht, aber das ist auch nicht optimal. Nee. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es besser ist als mein altes. Ja. Alter, ramm mich nicht. Vielleicht kennt ihr ja gute Was? Karts, die könnt ihr uns ja mal schreiben oder so. What the fuck, Alter? Warum bin ich fast so... Was? Nee. Ach. Bam. Boah, ich hab's geschafft, obwohl ich geblendet war durch diesen scheiß Dings da Blopper, trotzdem einmal mit Grün zu treffen, ja. Mann, du bist gar nicht so schlecht gerade, gell, Vierter. Ja, ich Aber weiß, ich ich bin trick. gerade echt miserabel. Wobei ich irgendwie gar nichts dafür kann. Dafür, dass die letzte Aufnahme gerade mal 3 Minuten her ist. Ja, wir haben gerade so eine Aufnahmesession. Ja. Ja. Ja, ist ja logisch, dass man in Sessions aufnimmt. Ich meine, wer nimmt schon jede Folge einzeln auf? Ja. Bob Omb, das trifft mich höchstwahrscheinlich. Natürlich trifft er mich. Ja, das Problem ist, wenn du bremst, dann verlierst du ja genauso Zeit. Ja eben, das ist eigentlich scheißegal. Ui, ich schock andere Menschen und Ja, der dabei schuckt mich kämpfen auch und die ganze schaden. Zeit mit seinem dummen Turbo und danach bringt er mich richtig ab. Und ich kann gar nicht Dieses mehr sehr driften schöne und nichts Spiel, mehr machen. Japaner da. Echt? Ich Das glaube ist auch schon, das ein wird die Wunder. japanische Taktik. Mann, warum driftest du nicht, wenn ich die Taste drücke? Oh Mann. Zehnter, ey. Das Rennen läuft nicht gut. Ich glaube, die große Drachenmauer war nicht die richtige Wahl. Bams, 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 bams. Achter, naja. Minus Elfter. drei. Mann, ich mache gerade nur Ui. Minuspunkte. Ich habe schon im letzten Ja, ich Part. auch. Obwohl ich so gut angefangen hatte und dann hat er mich runtergeschluckt und danach ging es bergab bei mir. Die letzten beiden oder drei Rennen vom letzten Part liefen auch nicht so geil für mich. Also. Nee. Scheint wohl. Gerade nicht so zu laufen. Kommen die Geräusche von dir? Ja, ich muss kurz mein Mikrofon ein bisschen hoch machen, weil ich mich anders hingesetzt habe. Achso. Ja, das klang irgendwie komisch, deswegen. Die Frage. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich auf New City besser bin. F-Zero habe ich ja schon mal sogar einen Titel gespielt. Du noch nicht, gell? Nee, ich bin nicht so der Emulator-Typ. Ja, also ich habe sogar mal ein Let's Play dazu gemacht irgendwann mal. Das ist aber schon uralt und so schlecht. Also ich glaube, ich habe es schon privat gestellt. Ich glaube, es Ja. gibt jetzt erst so eine Art F-Zero-Nachmache im Ding da bei diesem Nintendo eStore da. Ja, ich weiß. Wie heißt es denn? Irgend so ein Racer. Der sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Aber das ist auf jeden Fall ja recht cool. Es gibt jetzt ja auch so ein gefälschtes Minecraft für Wii U, gell? So irgendwie Cube World oder so heißt das. Das ist sogar die alle Crafting-Rezepte und alles ist ja genau gleich, nur dass du halt irgendein dein Inventar über das Gamepad aufrufen kannst. Lol. Ja. Ja, aber Minecraft gibt's doch auch noch nur die Story, glaube ich, gell? Der Story-Mode, das rahm ich nicht. Ja genau, der Story-Mode kommt ja jetzt, die Telltale-Ding da. Das ist ja nicht von Minecraft Mojang-Dings da selber. Ja. Sondern das macht ja dieses Telltale, die machen ja auch diese anderen... Die machen ja immer diese Episoden-Spiele, die haben ja auch zu Walking Dead und so gemacht. Jojo, also ja, mal schauen, was es wird, ob ich mir kaufen werde. Minecraft Story Mode, damit werden die nochmal ordentlich Geld scheffeln wahrscheinlich. Ja. Ich finde halt, das passt halt nicht. Nee. Das ist halt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Minecraft ist, halt dieses frei erkunden und machen, was du willst eigentlich. Ich frag mich auch, wie willst du da eine Story rausmachen? Ja, der Enderdrache greift an oder was? Und den müssen wir jetzt besiegen. Ich glaube, das die glaube ich. Also irgendwie, dass die irgendwas Party hart machen, weil die irgendwas gefunden haben und dann wird irgendwas von irgendjemandem zerstört und dann müssen die sich retten. Ja, wahrscheinlich wird irgendeine blöde Nebenfigur jetzt Ender oder so. Also in dieses Ding, wie heißt. In dieses Nether entführt oder so ein Shit. Ja. In der neuen Minecraft-Version soll doch der. Mann, ich fahr überall hinten rein gerade, das ist so nervig. Schon das dritte Mal, glaube ich, auf der Map. Was ich sagen wollte, in der Minecraft-Version 1.9, oder wie ich auch gerade aktuell ist, ist doch der Enderdrache stärker geworden, oder? Ich glaube ja. Und jetzt kommt ja irgendwie, dass du, wie bei Adventure Craft, zwei Sachen gleichzeitig genau, halten kannst. Genau, zwei Hände. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht, aber... Und da kommen jetzt auch Schilde dazu. Also... Mit der neuen Version. Ja, wie bei so einem Mod. Wie bei den Mods. Aber ich muss sagen, Minecraft an sich spiele ich jetzt fast gar nicht mehr. Also früher habe ich das echt oft nochmal so gespielt, ein Singleplayer und so, hatte immer richtig gute Welten auch teilweise. Aber ich spiele es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Nur noch so online mit Freunden und so. Ja. Survival Games und so, die sind auch ganz lustig. Man schon wieder so scheiße gefahren, was ist denn hier los? Ich komme nicht mehr nach vorne. Nee, bei mir läuft gerade auch scheiße. Oh Mann, seit den paar Rennen im letzten Part ist nichts mehr hier. Ah, Fast Racing Neo. Genau, genau so heißt es, Fast Racing Neo. Das sieht echt cool aus, ich hab's mir angeschaut. Ich glaube, auf der Gamescom konnte man das sogar anspielen. Genau. Aber da war ich nicht, von daher kann ich das nicht sagen. Das ich hab's nur gehört. Sein. Ja, aber ich habe mich mit der Gamescom dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so beschäftigt, weil ich da gerade im Urlaub war. Erstens und zweitens, ich finde es gerade ein bisschen nervig. Irgendwie wird Gamescom gerade immer mehr YouTube-Fan-Treffen, Let's Player, bla. Ja, das also, auch. Da geht es halt nicht mehr so wirklich um die Spiele. Und außerdem kennt man das meiste dann eh schon von der E3, weil die halt kurz davor war. Ja, meistens ist kann man auf der Gamescom die gleichen Spiele spielen wie auf der E3. Ja, das Einzige, was, glaub, noch vorgestellt wurde, war, glaub, Mafia 3. Also, was auf der E3 noch nicht bekannt war. Ja. Es gibt teilweise, ja, aber die Gamescom ist halt in Deutschland, von daher ist sie für viele besser erreichbar an deutschen Bereich. Ja, klar. Aber, ja, das stimmt schon mit dem YouTuber-Treffen. Also, nicht, dass ich was dagegen habe, unbedingt, aber es zerstört halt so quasi das Idol vom Game, von der Gamescom an sich. Ja. Oh, jetzt kommt Baby Park hier. Uiuiui. Nein, schnapp mir doch mal ein Item weg, du Roy-Spast. Zwei von diesen Cooper-Spasten da, Cooper-Ding kann ich immer nicht auseinanderhalten. Diese kleinen da, die beiden da, ich weiß gar nicht. Die sind Lemmy und Larry, keine Ahnung. Die sehen irgendwie gleich aus, finde ich. Keine Ahnung, ich setze mich mit denen jetzt eh nicht so auseinander. Ja, ich kenne die halt von Super Mario Bros. 3, da gab's sie schon. Super Mario World gab's sie auch schon. Und in New Super Mario Bros. U gab's sie auch schon als Endboss. Also da kenne ich die schon so ein bisschen, aber... Ja. Ah, oh Mann.
In Super Smash kann man die ja auch spielen, ne? Ja, ich weiß, wer den Browser Junior irgendwie umstellt. Ja, ja, die Farbe wechseln. Mann, wie viel will ich denn noch treffen hier? Was? Warum trifft mich ein blauer Panzer? Willst du mich verarschen? Was? Weil ich schon letzte Runde war. Ja klar, jetzt bin ich Elfter. Wollen die mich verarschen? Ich war davor Fünfter oder so. Mann, ich mach grad nur Minuspunkte. Ihr seht's ja. Das ist doch nicht wahr. Richtig mies. Mann, davor war ich Fünfter oder so und dann... Nee, das gibt's doch gar nicht. Das läuft gerade einfach gar nicht. Und dabei spiele ich gerade nicht mal mehr mit dem Rückspiegel rum. Ich fahre eigentlich ganz normal. Ach so, das zählt schon runter hier. Ja, Mann. Ja, yes. Endlich mal wieder die coolen Wasserfälle. Ich mag die mega irgendwie. Ich finde die auch voll cool. Und die kommen halt auch nicht so oft. Ja, als ich die das erste Mal gespielt habe, fand ich die richtig cool. Also ich finde sie immer noch richtig geil, aber da waren sie halt ja was Neues. Hoffentlich kommen auch bald mal wieder ein paar neue Strecken oder so raus. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, das wäre echt nicht schlecht. Vor allem waren die auch so günstig. Also da haben die echt gut gepunktet, muss ich sagen. Das war recht günstig, ja, das DLC. Und hatte echt ziemlich viel Inhalt. Also das habe ich echt gern. Super Smash Vergleich, Super Smash DLCs, die sind so scheiße teuer. Einfach mal 4,49 irgendwie für einen Charakter, der irgendwie eh scheiße ist. Ja, vor allem sind die teilweise nur geremaked, also da mussten die fast gar nichts machen. Ja, das ist ja Lukas Charakter oder wie der ist. Ja, Lukas, ich mag den zwar, aber für 4,99. Nö. Und der neue Ryu oder wie der heißt, ich spiele Street Fighter nicht, ich spiele nicht so gerne so Boxspieler, was auch immer das ist. Zählt glaube ich auch Beat'em Up, oder? Ja. Ja. Das ist ja eigentlich das Ding ja auch ein Beat'em Up. Smash Bros, ja, ich weiß, ja, aber das ist geiler. Aber beim Beat'em Up, beim normalen zu Street Fighter und so, da läufst du. Da hast du halt nicht diese extremen Stages und so, also über mehrere Ebenen und so, soweit ich weiß. Ja, das ist glaube ich immer nur hin und her und so. Und ja, spiele ich jetzt nicht so gerne, von daher kenne ich den jetzt nicht. Obwohl ich mal ein Street Fighter-Spiel für den Game Boy Advance hatte, ganz früher. Das fand ich irgendwie auch eigentlich ganz lustig, aber ich hab's nie gecheckt, weil Street Fighter so mega kompliziert ist von den ganzen Kombinationen, die man da machen kann. Ja. Und ich, ja, ich hab's sogar mal geschafft auf leicht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab das Spiel danach irgendwie weggeworfen oder so. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Interessiert mich aber auch nicht. Also das wäre so der einzige Charakter, der sich vielleicht lohnen würde, aber naja, eigentlich ja, braucht man den jetzt auch nicht so dringend. Für Fans meinetwegen, aber... Ja. Die können aber eigentlich auch Street Fighter spielen. Ja, ist schon so. Ich bin schon gespannt, welche DLC-Charakter sie als nächstes machen. Die haben ja da extra diese Umfrage für gemacht, ja. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Alter, wie viel will mich denn noch treffen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Immer kurz vor Schluss des Rennens. Also immer so zweite Runde Ende und danach dritte Runde. Naja. Ich hoffe noch, dass sie Rayman reinbringen, aber den müssen sie reinbringen, kommt schon. Ja. Oh Mann! Ist schon wieder ein Zehnter. Hast du ihn eingereicht eigentlich bei dieser Umfrage? Ja klar. Ja. Von Rayman gab es also sogar schon so einen Fail-Trailer, also ich glaube, das sind noch mehr als ich, die unbedingt haben wollen. Was ist denn hier los in diesem Rennen, Alter? Ich kassiere wieder am laufenden Band. In dem Spiel gab es ja sogar schon so eine Rayman-Statue, gell? Ja. Und der geile Rayman-Erfinder hat jetzt auch so einen richtig behinderten Level in Mario Maker gemacht. Heute ist übrigens der Release-Termin von Mario Maker. Ja. Fuck, Mann! Ja, klar! Ja, auf jeden Fall! Alter, ernsthaft! Ja! Oh, hat die dich auch getroffen? Ja! Ja, ich war auch Sechste und bin jetzt Alter, noch Alter, schon wieder Elfter? Was ist denn hier los? Ich versteh's gerade nicht. Das, keine Ahnung. Davor war ich doch richtig gut. Mann. Vielleicht habe ich den Timer nicht angemacht. Aber das halte ich für ein Gerücht. Ich würde uns vom Gefühl sagen, noch ein Rennen und danach. Ja. Lassen wir das mal. Zur Not kriegt ihr einen längeren Part. Also ich glaube nicht, dass wir weniger als 20 Minuten haben. Nee, eigentlich nicht. Kommt mir eher mehr vor. Ja. Aber sicher ist sicher. Ha. Ah, geil. Also jetzt, beim letzten Rennen kommt schon, ich will mindestens Sechster sein. Ist ja auch nicht so. Aber nicht wieder Elfter.
Alle Punkte, die ich heute gemacht habe, sind schon wieder weg. Bisher war so die erste Hälfte, war ich übelst geil. Und jetzt werde ich immer scheiße. Ja. Für mich läuft es halt irgendwie eh nicht so. Ja, also die gefällte Aufnahme, da war ich übelst gut. Da war ich die ganze Zeit Erster und Zweiter. Und Dritter, manchmal auch Vierter, keine Ahnung. Aber halt nicht Elfter. Boah, ich bin Erster, ich muss diesen Moment festhalten. Direkt wieder Achter. Ja, ja, vor allem, komm! In der ersten Runde bin ich ja immer irgendwie über fünften Platz und so weiter. Aber danach, ja. Zweite Runde, Ende und dritte Runde verarscht. Passiert man wieder richtig viel. Ja, das ist Standard, richtig verarscht zu werden. Ja, genau. Einfach so eine random Grüne trifft mich mal zum Beispiel wieder. Und dann bin ich ja, die hat mich an diesem scheiß Tic-Tac-Ding da getroffen. Dann bin ich da noch dagegen geklatscht. An diesem Tic-Tac-Ding. Ja, dieses fucking Pendel da halt. Ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Was ist das da für eine römische Zahl? X und 2. X ist 10, ne? Ja, 12. Ja, 12. Boah, ich kann 10 und 2 zusammenrechnen, ja. Krass. Die Franzosen haben doch auch so richtig behinderte Zahlen, ey. Ja, ich weiß. Oh Mann, der nimmt immer mal... Ja, ach so, ist eh scheißegal. Ich wollte mich gerade darüber aufregen, dass ich kein Item bekommen habe, aber der Blitz... 93 ist ja in Frankreich 4-20-13, gell? Ja. Das ist so scheiße. Mann, also der erste fährt richtig scheiße, muss ich sagen. Ich hab den ja jetzt eingeholt. Ohne Itemtreffer. Trotzdem ist er Erster. Was? Ich bin Erster. Trotzdem ist er Erster. Ich bin Erster. Nicht gewesen. Der hat richtig viel Abstand zuerst und danach habe ich den eingeholt und jetzt kann er nichts mehr. Jetzt habe ich übrigens viel Abstand, wieso auch immer. Ist doch nice. Ja. Da wird es nochmal ein richtig geiles Rennen hier am Ende. Oder ein blauer Panzer oder sowas kommt noch. Ah ne, roter Panzer. Na gut. Den kann ich abwehren. Ach so, ein Dreierrotes. Ach, wie konnte ich so töricht sein zu glauben, dass ich noch gewinnen könnte. Aber es schaut gut aus. Ich habe richtig viel Abstand gehabt. Ja, cool. Ich werde doch Erster. Nice. Boah, geil. Komm. Oh, bei dir läuft's auch besser. Beweg deinen fetten Arsch. Schnell. Boah, sogar noch 6 im letzten Rennen, immerhin noch. Ja, also das letzte Rennen lief wieder super. Ja, jetzt habe ich wieder richtig dicke Punkte gemacht, weil ich in der geilen großen Bro-Kurve bin hier. Also kann ich euch doch sagen hier, dass ich nicht alles verlernt habe. Ja, es hat ein gutes Ende genommen. Ja, zum Beweis, dass wir nicht ganz so scheiße sind. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ciao. Tschüss.